So, einfach mal kurz in die Richtung rausgeballert. Ah, wieder vorbei. Oh. Da könnten wir jetzt gerade den Arsch gerettet haben, tatsächlich. Die stehen alle irgendwo. Moin Leute, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde War Thunder. Wir spielen die Karte Japan, Spielmodus Eroberung. Und ich bin lost, ich weiß nicht, was ich machen soll. Spielen den BT7M. Battle Rating 2.0. Gleich in der letzten Runde eigentlich. Es hat sich nicht viel geändert. Ich weiß noch immer nicht so ganz, wie ich die Panzer spielen muss. Ich habe bis jetzt immer nur die Flugzeuge gespielt und das mit den Panzern. Boah, es ist halt so ein Hide and Seek. Was hat er denn? Er hat einfach zwei Heckschützen drauf. Alter, what the fuck, man. Lol, und er crasht einfach gerne mal. Mate. Ja, moin. Gut. Wir spielen Japan. Gucken wir mal ran. Ey, der hat einfach zwei Heckschützen drauf. Was ist das für ein krasser Panzer einfach nur? So. Gut. Wir fahren mal entspannt Richtung A. Es wird gleich anders knallen, habe ich das Gefühl. Aber wir ziehen erstmal richtig schnell durch und entspannt. Wir tun uns da gar keinen Zwang an. Wir machen da keinen Hehl draus. Wir ziehen einfach mal durch. So, M5A1 fährt auch schon mit. Gefühlt jeder Panzer ist schneller als mein russischer Panzer, aber gut. Boah, und es knackt halt schon wieder. Feinde over da. Weiß halt nicht, ob das potenziell so... Ey, 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 ey! Fahr doch jetzt hier weg hier! Meine Güte. So, wir fahren im Bus nach... eine Busfahrt, die ist schön. Eine Busfahrt, die macht Spaß. So, hoch da über die Treppen. Das hat ja gut für geklappt für den Bre. Nice. Ich weiß halt nicht, wann zum Teufel ich schießen soll. Ich weiß es halt einfach nicht. Es 70 Erfahrungspunkte, es ist ja ein Witz eigentlich. Es ist ja ein kompletter Witz einfach nur, ey. Mein Gott. Ey. Ja, jetzt muss ich wieder mit dem hier rumjuckeln einfach nur, ey. Das ist ja auch so eine lahmarschige Karre einfach nur, ey. Kommt mich da überhaupt jemals an? 33 km/h, das darf sie ja eigentlich gar keinen erzählen, ne? Ich müsste irgendwie so einen geheimen Spot finden, wo ich dann die Jungs alle seitlich auseinandernehmen kann. Wird halt nicht passieren, wenn ich immer frontal darauf zufahre, aber ich fahre halt auch, keine Ahnung, keine 10 Minuten irgendwo rum, nur um dann den perfekten Spot zu finden, um dann mit dem Panzer was zu reißen. Deshalb bitte ich euch jetzt auch mal inständig hier, Leute, wenn ihr das seht und ihr habt irgendwie so Tipps, wie ich am besten mit den Panzern umgehen kann, welchen russischen Panzer ihr mir empfiehlt und ja, was ich allgemein machen soll, weil irgendwie läuft gerade gar nichts so, wie ich das will, mit den Panzern zumindest. Mit den Flugzeugen geht es eh, aber mit den Panzern ist es halt kompletter Graus. So. Ja, ich habe wieder nichts getroffen, ne? Muss ich jetzt die Position wechseln? Wäre es schlau? Ich weiß es nicht. Der sucht mich jetzt bestimmt, Alter. Ne. Auf das lasse ich mich aber nicht her. Sicher nicht. Hinten fährt er, da ganz hinten düst du lang. Komm, gib mir Schussfeld, Mann, und dann ist wieder weg. Komm, gib mir Schussfeld. Komm, rein da. Boah, nein, fahr. Oh mein Gott. Wir leben noch, Alter. Actually, we're living, Alter. Guck! So schnell kann ich mich gar nicht drehen, ey, meine Güte.
Ey, wir sind alle einfach, sie gammeln einfach alle rum. Es ist halt so ein Krampf. Ich habe jetzt noch einen Part und dann war es auch schon wieder mit der Runde. Also das ist ja komplett kritisch einfach nur. Also wirklich äußerst kritisch, ey. Ich habe 160 Punkte, also das ist ja eigentlich ja schon ziemlich grenzwertig, ne? Kann ich eigentlich mittig drüber fahren auch? Oder eskaliert das dann, wenn ich da drüber fahren will? Komme ich niemals hoch, oder? Komme ich da hoch? Nee, weil es aber eine Kackkarre ist, Alter. Ja, fahr rückwärts, mein Gott, ey. Ich raste aus. Ich raste aus, fahr einfach nur, ey. Was knallt denn hier? Der hat gefühlt auch 5000 Schuss. Alle haben 5000 Schuss, nur ich habe nichts einfach nur, ey. So, gut, dann fahren wir jetzt hier wieder lang. Boah, jetzt hier aber. Kampfgeist einfach nur, ey. Ey, ey. Gut, dann fahren wir jetzt hier gemütlich hier hoch. Ganz auf entspannt. Also mir fehlt ein bisschen so die Wendigkeit wie von den Fliegern. Das fehlt mir einfach bei den Panzern. Klar, man muss vielleicht erst reinkommen. Ich habe Panzer vorher noch nie gespielt. Flugzeuge schon. Fliegen war auch immer eher meins. Aber ich will ja auch mit den Panzern mal was reißen hier. Und nicht immer nur hier rumgurken und nichts machen. Geil nicht getroffen. Ja, das sieht aber ziemlich danach aus. Gefühlt 7 Millionen Flugzeuge hier am Start. Lol, was ist das denn für Mini-Panzer? Lol. Er ist jetzt safe mega schnell. Guck. Er wippt sich so blöd auf, dieser Kackpanzer. Und dann kann ich nichts machen. Alle weg. Es droht Artilleriefeuer, Leute. So, einfach mal kurz in die Richtung rausgeballert. Ah, wieder vorbei. Oh. Da könnten wir jetzt gerade den Arsch gerettet haben, tatsächlich. Die stehen alle irgendwo. Ey, mein Gott. Ja gut, das war's mit der Runde. Schön, lass mich zurück zum Hangar. Einfach nur, du Spack. Übrigens ist es kein Hangar, weil im Hangar stehen immer Flugzeuge und in der Garage oder keine Ahnung, irgendwie stehen Panzer, aber nicht in dem Hangar, Alter. So, so viel sei mal dazu gesagt. Das war's mit der Runde. Ich bin so lost, ich bin so schlecht mit diesen Scheißpanzern, ey. Haha. Scheiße, ja. Macht sich gut, macht's besser. Wir sehen uns bei der nächsten Runde. Absenker, ciao.